Hier hat es einen Verkehrsunfall auf der B68 gegeben in Steinhagen. Ein Pkw-Fahrer wollte nach links auf ein Tankstellengelände abbiegen, hat sich am Mittelstreifen eingeordnet. Ein Linienbus aus Richtung Bielefeld kommend ist dann hinten aufgefahren und hat diesen Pkw angestoßen, in den Gegenverkehr geschleudert und da ist es zu einer Sekundärkollision gekommen. Insgesamt haben wir 3 Verletzte, einer davon schwer, 2 leichter verletzt, die in Krankenhäuser gekommen sind. Im Bus waren insgesamt 9 Insassen. Der Fahrer ist leicht verletzt worden durch die Kollision und die anderen Insassen sind glücklicherweise unverletzt geblieben. Wir sichern jetzt die Spuren. Es ist ein ziemlich umfangreiches Spurenbild durch Primär- und Sekundärkollision, durch verschiedene Splitterfelder. Wir werden das Monobildverfahren einsetzen. Die Steinhagener Feuerwehr unterstützt uns dadurch mit einem Leiterwagen, sodass wir Höhenfotografie einsetzen können und diese komplexe Spurenlage in kürzerer Zeit sichern können, damit die Straße zügig wieder freigegeben wird.